Nun gibt es sie auch in Oldenburg. Stolpersteine, die an Menschen erinnern, die während der NS-Herrschaft ermordet wurden. Der Kölner Künstler Gunter Demnig, der das Projekt der Stolpersteine bereits 1993 entwickelte, verlegte am Gertrudenheim 3 Steine. Einen weiteren platzierte er im Kloster Blankenburg. Stolpersteine sind mittlerweile an vielen Orten in ganz Europa zu finden. In der vergangenen Woche habe er bereits den 32.000. verlegt, sagte Demnig. Dennoch bleibe jede Verlegung etwas Besonderes. Es sind immer wieder andere Situationen. Es ist bis jetzt keine Routine geworden. Und ich glaube, es wird es auch nicht. Denn es sind ja auch immer Angehörige dabei, immer öfter, kann ich sagen. Und es sind immer andere Situationen. Und man kann ja auch sagen, jeder Mensch ist ein Individuum, ist ein Stein. Im Gertrudenheim kamen die Geschwister Otto, Erna und Alfons Evers aus Vechta um. Sie wurden 12, 15 und 17 Jahre alt. Georg Habers starb im Alter von 33 Jahren in Blankenburg. Die 4 litten unter Behinderungen. Zur Zeit des Nationalsozialismus kam dies einem Todesurteil gleich. Die näheren Todesumstände sind im Einzelfall nicht eindeutig belegbar. Wie die meisten Opfer der sogenannten Euthanasie wurden sie wohl durch mangelnde Pflege und Verhungern lassen ermordet. Angehörige dieser Opfer waren bei der Verlegung der Stolpersteine dabei. Rosemarie Sommer ist die Nichte der ermordeten Kinder aus Vechta. Es bedeutet mir sehr viel, dass diese 3 Namen, also meine Tante und 2 Onkel, in das Licht des Bewusstseins, in die Öffentlichkeit gemacht werden und quasi beerdigt wurden. Jetzt haben die einen Stein, wie man so normal auch zu einer Beerdigung hingeht und kann damit abschließen. Die sind jetzt für mich beerdigt, auch wenn es in Anführungsstrichen nur Stolpersteine sind, die ich aber sehr wichtig halte. Denn das sind Stolpersteine, wie man geht und sagt, ach, was ist da, und hält kurz inne und liest. Und das ist gut. Jürgen Schleppegrill ist der Neffe von Georg Habers und hat das Schicksal seines Onkels erforscht. Mich hat das Schicksal der Opfer der Euthanasie schon länger interessiert. Und eigentlich durch Zufall kam ich auf das Buch von Herrn Dr. Harms, Was Mögliches Machten, über die Heilstätte in Wehnen. Und so bin ich neugierig geworden, und wir haben dann erste Dokumente gefunden, hat er gefunden, im Staatsarchiv in Oldenburg. Und da gab es auch eine Liste, was ist mit den einzelnen 79 Pfleglingen, die bei Auflösung des Hauses Reddersen zunächst auf eine andere Heilanstalt in Bremen kamen. Und da stand nur Georg Habers Schicksal unbekannt. Die Initiative zur Verlegung der Stolpersteine kam von Schülerinnen und Schülern der IGS Flötenteich und später der Helene-Lange-Schule. Unterstützt wurden sie vom Historiker Ingo Harms. Das Schülerinteresse am Thema ist groß, sagt Demnig. Größer, als manch ein Lehrer sich denkt. Das Prinzip der Stolpersteine ist nach wie vor nicht unumstritten. Und nicht überall stößt das Projekt auf Gegenliebe. Ein Argument, das häufig vorgebracht wird: auf den Namen der Opfer soll nicht mit Füßen herumgetrampelt werden, nicht noch einmal. Man kann es aber auch so sehen, wie der Künstler es formulierte. Wer einen Stolperstein näher betrachtet, verneigt sich zwangsläufig vor dem Opfer.